Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einen super einfachen Poncho stricken könnt. Und zwar wird dieser Poncho nur mit einem Rechteck gestrickt, der dann bestimmt zusammengenäht wird. Und ist wirklich super einfach. Und die Wolle, die ich hierfür verwende, ist diesmal von Online. Arcadia heißt die. Besteht zu 70% aus Baumwolle, 24% Polyamid, 6% Polyester. Also durch diesen hohen Baumwollanteil eignet sich das auch gut als Sommergarn. Und das Tolle ist, da sind hier noch so ein paar Glitzerpailletten drin. Das ist dann das noch ein bisschen besonders macht. Ihr könnt natürlich jegliche Wolle dafür verwenden, wie ihr wollt. Und auch das Muster ist egal. Also ihr strickt einfach ein Rechteck. Das erkläre ich euch gleich noch genauer. Und ihr könnt jegliches Muster da verwenden, sei es glatt rechts, kraus rechts oder ein anderes Muster. Ich habe mich jetzt hier für das große Perlmuster entschieden. Das nennt sich auch Reiskornmuster. Das ist auch sehr einfach, besteht aus 4 Reihen, die ich euch gleich erkläre. Und jetzt nochmal zum Prinzip von diesem Poncho. Ich habe das hier mal ein bisschen aufgemalt. Also wir stricken, wie gesagt, ein Rechteck. Ich habe für diesen Poncho 121 Maschen angeschlagen. Also ihr schlagt eine ungerade Maschenanzahl an, so dass ich auf eine Breite hier von 70 cm komme. Am besten macht ihr vorher auch eine Maschenprobe in dem Muster, in dem ihr den Poncho stricken wollt. Und dann könnt ihr das ja euch ausrechnen, wie viele Maschen man braucht, um auf diese 70 cm zu kommen. Und wir werden das Ganze dann 140 cm hochstricken. Also genau das Doppelte, so dass, wenn man das dann hier faltet, wir werden das dann später in der Mitte falten, zusammenklappen, wir dann ein Quadrat haben von 70 auf 70 cm. Und genau. Wenn ihr den ein bisschen kleiner haben wollt, dann könnt ihr hier die Breite auch nur zum Beispiel 60 cm machen. Dann würdet ihr hier in der Höhe 120 cm hoch stricken. Also vom Prinzip ganz einfach. Es wird einfach ein Rechteck gestrickt. Und genau, ja, sonst, ich habe jetzt hier mit der Adi Novelle gestrickt in der Nadelstärke 4 und habe ein 80 cm Rundstrickzahl. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr hier dieses große Perlmuster strickt. Also ich jetzt in meinem Beispiel mache ich das etwas kleiner und schlage nur 21 Maschen an. Ihr schlagt dann halt für euren Poncho insgesamt, wenn ihr diese 70 cm erreichen wollt, 121 Maschen an. Also das ist das Erste, was wir jetzt machen. Für den Poncho, um auf diese 70 cm zu kommen, schlagt ihr 121 Maschen an. Ich mache es jetzt hier ein bisschen kleiner, um euch das schneller zu zeigen, und mache in dem Beispiel einfach nur 21 Maschen. Nachdem ihr dann eure 121 Maschen angeschlagen habt, beginnen wir mit Reihe Nummer 1. Also der Poncho wird in Hin- und Rückreihen gestrickt. Und Reihe Nummer 1 beginnt dann mit einer Masche rechts. Und dann folgt eine Masche links. Das war schon immer eine Masche rechts jetzt wieder. Und eine Masche links. Und das bis zum Ende der Reihe. Eine Masche rechts, eine Masche links. Ich bin jetzt gleich am Ende angekommen. Hier habe ich noch eine linke Masche. Und wir enden in der ersten Reihe mit einer Masche rechts. So, das war Reihe Nummer 1. Ich habe übrigens für den Poncho, werde ich so circa 10 von diesem Knäuel verwenden. Die haben eine Lauflänge von 110 Metern auf 50 Gramm. Dann folgt Reihe Nummer 2 im großen Perlmuster. Da stricken wir sozusagen alle Maschen, wie sie erscheinen.
Das heißt, jetzt habe ich hier auf der Rückseite die erste Masche, ist eine linke Masche, und dann stricke ich diese auch links. Also ich beginne mit einer Masche links und dann hier ist es eine rechte Masche, dann stricke ich eine Masche rechts. Und dann wieder eine linke Masche und eine rechte Masche. Also auch wieder im Wechsel. Eine Masche links, eine Masche rechts. Eine Masche links, eine Masche rechts. Und so weiter, auch bis zum Ende der Reihe. So, am Ende von Reihe Nummer 2 wird noch eine linke Masche gestrickt. So, das war Reihe Nummer 2. Jetzt kommt Reihe Nummer 3. Das ist jetzt wieder eine Hinreihe. Und diesmal beginnen wir mit einer linken Masche. In Reihe Nummer 1 auf der Hinreihe hatten wir mit rechts begonnen. Und in der dritten Reihe, jetzt am Anfang, beginnen wir mit einer linken Masche. Also eine Masche links und dann wieder im Wechsel eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links und so weiter, auch wieder bis zum Ende der Reihe. Am Ende von Reihe Nummer 3 habe ich hier noch eine rechte Masche und die letzte Masche ist eine linke. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten und vierten Reihe. Wir wenden wieder. Und die vierte Reihe, da stricken wir wieder alle Maschen, wie sie erscheinen. Ich habe hier am Anfang eine rechte Masche, also stricke ich auch eine rechte Masche. Dann folgt eine linke Masche und ich stricke eine linke Masche. Und wieder im Wechsel. Eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Auch wieder bis zum Ende. Und am Ende von der vierten Reihe hier noch eine linke Masche. Und die letzte Masche ist eine rechte Masche. So, und das ist das Prinzip. Diese vier Reihen werden dann jetzt immer wiederholt und dadurch entsteht eben dieses große Perlmuster. Ich zeige es euch noch mal im Original. Das ist halt schon so groß, der Poncho, oder das Rechteck, dass ich es nicht ganz auf die Kamera kriege. Aber genau, also so sieht dann das Muster aus, sowohl als auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite. Das gibt einfach eine schönere Struktur und ist nicht ganz so langweilig wie ein glatt rechts. Aber wie gesagt, das Muster, was ihr für den Poncho haben wollt, könnt ihr individuell euch aussuchen. Das ist jetzt hier einfach nur ein Beispiel. Und ihr strickt das jetzt, wie gesagt, ihr habt ja 121 Maschen angeschlagen, strickt dann immer diese vier Reihen so lange, bis ihr eine Höhe von 140 cm erreicht habt. Das mache ich jetzt auch noch. Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr den Poncho zusammennäht. Und dann ist das ganze gute Stück auch schon fertig. So, ich habe das jetzt insgesamt 140 cm lang hochgestrickt. Und in diesem großen Perlmuster, ich habe mit einer vierten Reihe geendet. Und jetzt wird das Ganze abgekettet. Auch hier kette ich einfach dem Maschenbild entsprechend ab. Das heißt, hier würde ja jetzt eine rechte Masche kommen, wieder mit Reihe Nummer 1. Als nächstes eine linke. Und dann ziehe ich die unterste rüber. Jetzt gehen wieder eine rechte Masche. Und abketten. Linke Masche. Abketten. Rechte Masche, abketten und so weiter, bis ihr alle Maschen abgekettet habt. So, ich habe das jetzt abgekettet und ich zeige euch das jetzt nochmal auf der Skizze hier. Genau, wir hatten ja jetzt hier auf der einen Seite 70 cm und haben dann 140 cm hochgestrickt
Und dann habe ich jetzt einfach hier in der Mitte gefaltet. Da ist die Faltkante umgeschlagen. Und dann haben wir ja ein Quadrat, also die 140 cm werden dadurch halbiert. Und dann haben wir ja ein Quadrat von 70 auf 70 cm. Das ist das hier jetzt. Passt ja. Genau. Also hier ist die Faltkante. Das heißt, hier unten ist auf, an der Seite ist auf und hier oben ist auf. Und hier oben nähen wir jetzt zu. Und zwar folgendermaßen, wie gesagt, hier ist ja die Faltkante, die ist geschlossen. Und die 30, hier oben haben wir ja auch 70 cm. Und wir lassen hier oben eine Öffnung von 30 cm und 40 cm nähen wir dann zusammen. Ich habe mir das schon mal markiert. Hier, wie gesagt, die Faltkante, da ist die Öffnung von 30 cm. Und dann bleiben ja noch 40 cm übrig und diese 40 cm, die nähen wir jetzt zusammen. Ich lege mir das jetzt schon mal so hin. Ich habe mir auch ganz am Ende noch mal so einen Maschenmarkierer gelegt. Genau. So, ich lege mir das jetzt erstmal richtig hin. Also hier habe ich jetzt meine 30 cm Öffnung und diese 40 cm nähe ich jetzt zusammen. Wie ihr das Ganze zusammennäht, ist auch euch überlassen. Ich werde das jetzt mit einem Maschenstich machen. Man könnte es aber auch zusammen häkeln. So, ich zeige es euch jetzt einfach mal kurz, wie ich es mache. Und zwar suche ich mir einfach hier vorne die Masche, die nächste. Gehe hier drunter. Müsst halt gucken, dass ihr den Faden lang genug abschneidet. Und ich habe das Ganze hier auf so einer Wollnadel aufgefädelt. Achso, ich habe übrigens jetzt nur 9 Knäuel verbraucht, beziehungsweise nicht ganz 9 Knäuel. So viel ist übrig geblieben vom 9. Also für diese Größe reichen euch 9 Knäuel. Und wenn ihr das Ganze kleiner machen wollt, mit 60 auf 120 cm, da reichen bestimmt auch 8. So, und dann gehe ich auf die gegenüberliegende Seite. Ups, hier auch in die nächste Masche. Und ziehe das durch. So. Und dann geht das immer so weiter, da wo ich vorhin rausgekommen bin, da gehe ich jetzt wieder rein, finde die nächste Masche hier, gehe da drunter und nähe das hier zusammen. Stockt immer so ein bisschen wegen den Pailletten. So, mal so ein bisschen nachziehen. Vorsichtig, so. Und dann hat sich hier so eine Masche gebildet. Und hier bin ich vorhin rausgekommen. Das heißt, hier gehe ich rein, durch die nächste Masche durch. Ja, aber ihr könnt es, wie gesagt, so zusammennehmen, wie es für euch am liebsten ist. Hat ja jeder auch so seine Methode. Hier die ganzen Fäden, die vernähe ich natürlich später noch. Genau, und so geht es jetzt immer im Wechsel. Dann wieder, hier war ich, bin ich rein, da gehe ich wieder durch. Ich zeige es euch oben nochmal. Da bin ich rausgekommen, das heißt, hier gehe ich wieder rein und durch die nächste durch. Genau, und beim Maschenstich ziehe ich es zwischendurch dann auch immer noch ein bisschen fest. Dann könnt ihr hier so leicht ziehen und dann schließt sich auch die Naht. Und das mache ich jetzt komplett. Ich gehe mal wieder ein bisschen aus dem Bild raus. Und so nähe ich das mit diesem Maschenstich hier komplett zu bis zum Ende.
und habe dann hier meine Öffnung. Das mache ich jetzt und dann zeige ich euch noch, wie es fertig aussieht. Und so sieht der Poncho aus, wenn alles vernäht ist. Hier habe ich die Öffnung, die wir vorhin offen gelassen haben. Hier ist die Naht, die wir zusammengenäht haben. Von innen sieht das Ganze so aus. Ne? Da gibt es hier so eine Naht. Und dann muss man das einfach dann schön hintrapieren, wenn man den Poncho anhat. Und genau, das ist ja hier dieses Quadrat. Die Spitze ist dann hier unten. Und ja, die Wolle, also die funkelt auch wirklich sehr, sehr schön dann im Sonnenlicht. Also bestimmt auch ein toller Poncho, den man dann abends an einem schönen Sommerabend toll anziehen kann. Und genau, ich stelle euch noch ein paar Bilder rein, wie das Ganze dann angezogen aussieht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis ganz bald, eure Maschenmarie.